Die Bregenzer Festspiele sind ein österreichisches Outdoor-Opernfestival am Bodensee. Il Trovatore, La Bohème, Aida, Un ballo in mascara. Einen Monat lang werden allabendlich knapp 7000 Menschen die Oper sehen. Wenn der Bühnenbildner seinen kreativen Prozess beginnt, sieht er nur einen großen See mit einem kleinen Betonkern, in dem sich Garderoben und einige Arbeitsräume befinden. Die nötigen Erweiterungen zum Betonkern werden auf der Basis von Holzpiloten gebaut. Die Inspiration für das diesjährige Bühnenbild von Designer David Fielding war das Gemälde Der Tod des Marat. Es zeigt den Dichter und Revolutionär nach seiner Ermordung in der Badewanne. Anstatt mit einem herkömmlichen Modell zu arbeiten, wollte Fielding seine Idee mit moderner 3D-Technologie erstellen. Nach der Realisierung am Computer konnte es direkt in einem 3D-Verfahren ausgedruckt werden. Mit Stereolithografie klebt der Laser die Flüssigkeit an den richtigen Stellen zusammen, bis das fertige Produkt erscheint. Es brauchte mehrere Schritte und Veränderungen durch einen Bildhauer, bis das Ergebnis so aussah. Kostümbildnerin Constanze Hoffmann entschied sich für eine Kombination aus historischem Stil mit modernen Elementen. Ihre Kostüme spiegeln die extravagante französische Mode des späten 18. Jahrhunderts wider, kombiniert mit einem modernen Haute-Couture-Look. Für die perfekte Umsetzung nimmt Constanze Hoffmann auch das weniger Glamouröse in Kauf, wenn sie in den Kellern von ungarischen und bulgarischen Stoffläden nach den richtigen Stoffen sucht. Obwohl die Kostüme von den Zuschauern in einem Abstand von 30 bis 60 Metern gesehen werden, wählt die Designerin alle Stoffe selbst aus. Dann werden die Stoffe oft noch gefärbt und behandelt, bis sie den perfekten Look haben. Während Constanze sich noch bei den Stoffen entscheidet, werden die Daten aus dem 3D-Bühnenmodell zum nächsten Roboter gesendet. Eine CNC-Maschine, die Formen aus Styroporblöcken herausfräst. An einer Werft in der Nähe der Seebühne werden die 118 Stücke des Kopfs zusammengesetzt. Noch ist die erste Aufführung 5 Monate entfernt, doch ist es ein langer, kontinuierlicher Prozess. Die ersten Farbschichten werden auf den Kopf gesprüht und gemalt, bevor er wieder in 3 große Teile zerteilt wird. Ein Kran hebt das erste Stück auf das Boot, auf dem es dann Richtung Seebühne fährt. Das kann jedoch nicht irgendwann passieren. Der Wellengang des Sees muss berücksichtigt werden. Deshalb verlässt das Boot das Dock um 5 Uhr morgens, wenn der See noch ruhig ist, um 2 Stunden später an der Seebühne in Bregenz anzukommen.
Ein Kran hält das 25 Tonnen große Teil des Kopfes und die Montage beginnt. Auch für die Kostümbildnerin sind Köpfe die größte Sorge, wenn sie sich mit Bildhauer Jan Wagner in Zürich trifft, um den Fortschritt der riesigen Perücken zu beurteilen. Auf einer Metallstruktur wird sehr feiner und leichter Kunststoff befestigt, der all die speziellen Anforderungen erfüllt. Die Perücken müssen sehr leicht sein, wasserdicht, in der Lage, das Licht zu reflektieren, und sie sollten dem Kopf eines jeden Sängers perfekt angepasst werden. Für rasche Kostümwechsel müssen sie schnell abnehmbar sein und natürlich herrlich aussehen. Bei Tagesanbruch kommt das nächste Stück des Kopfes. Das Set für die Vorstellungen von Andrea Chénier nimmt Gestalt an, so wie es zuvor auf dem Computer vorgesehen war. Nicht nur der Unterbau und die Bewegungen werden auf dem Computer simuliert, sondern auch die Positionen des aufwendigen Lautsprechersystems, das für den Zuschauer unsichtbar in das Set eingebaut werden muss. Für gewöhnlich schwankt der Wasserstand in Bregenz um etwa einen Meter während des Aufführungsmonats. Aber auch ungewöhnlich hohe oder niedrige Wasserstände müssen berücksichtigt werden. Die Bregenzer Festspiele sind ein einzigartiger Arbeitsplatz. Hervorragende Handwerker üben ihre Hobbys bei der Arbeit aus. Ob es Bootfahren oder Tauchen ist, Kranfahren oder das Klettern auf dem höchsten Punkt der Bühne. Aber nicht alles macht so viel Spaß, wie es aussieht. Die Tontechniker müssen jedes einzelne Loch für die Lautsprecher mit der Hand bohren, während sie an einem Seil baumeln. Danach kommen die Maler, um alles wieder mit Farbe zu bedecken. Gute Teamarbeit ist für die Künstler unabdingbar, wenn sie an einem Seil in der heißen Sonne hängen. Deshalb macht sich Frank Schulze, Leiter der Bildhauer und Maler, die Mühe, seine Crew persönlich abzuholen nach einem langen, harten Arbeitstag. Und Aia azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di fiori. Aber noch sind wir nicht fertig. Constanze Hoffmann prüft weiterhin speziell bedruckte Stoffe für ihre Kostüme. Für eine Anprobe an Ort und Stelle muss das Kostüm anprobieren, wer gerade die richtige Größe hat. In diesem Fall ist es die Schneiderin selbst. Ohne Mittagspause geht es weiter mit einem spontanen Fitting. Diesmal ist es die Kostümchefin, die rasch ins Kostüm steigen muss. Ein Drittel der Kostüme wurden aus speziell bedruckten Stoffen genäht. Das Design wurde von Hand entworfen, eingescannt, überarbeitet und auf Stoff ausgedruckt. Es wird noch weiter gezupft und gezogen am Kostüm und auf der Bühne. Bis zur Premiere sind es jetzt nur noch 5 Wochen. Das Bühnenbild sieht immer mehr dem Entwurf ähnlich, wie er vor 2 Jahren am Computer entworfen wurde. Und Aia azzurro spazio guardai profondo
e ai prati colmi di fiona piovevano ora il sole e folgorava loro il mondo pare alla terra immane tesor e a lei servì terra alla mia fronte veniva una carezza viva un bacio gridai vinto d'amore d'amore pregar varcai d'una chiesa la sogna e un prete delle nicchie dei santi e della vergine accumulavi doni il sordo orecchio un tremulo vegliato in vano chiedeva il pane in van stender la mano varcai degli abituri l'uscio un uomo di caloniare varca stagnare mai sono che l'elario per istanzia e contro a Dio scogliava e contro gli uomini le